Und wir haben uns dafür ein paar Bereiche angeschaut, die wir mit euch durchgehen wollen heute Morgen. Schauen wir da einmal drüber. Aber bevor wir das machen, wir noch näher, um Himmels Willen, ich werde dieses Mikrofon essen im Laufe des Vortrags. Mein Name ist Simon Kraft, ich bin Senior Product Owner für WordPress und bin zusammen mit Angelo Kalli hier. Moritz hat uns im Prinzip schon vorgestellt, deswegen überspringen wir diese Folie einfach dankenswerterweise und sparen uns eine Minute. So, das ist, was wir für heute geplant haben. Wir wollen einmal kurz gucken, was es mit diesem SSL für die Nerds unter euch, ja, TLS, alles fein, auf sich hat, warum wir das haben wollen, was bei Passwörtern eigentlich kaputt ist und was wir besser machen können. Was wir besser machen können, dürfte Zwei-Faktor-Authentifizierung sein, deshalb ist das nicht ganz zufällig der dritte Punkt. Wir werfen einen Blick in die Zukunft der vielleicht passwortlosen Authentifizierung mit Passkeys und haben zum Schluss als kleinen Rausschmeißer noch ein paar No-Gos aufgeschrieben. Die haben teilweise mit der Login-Security ehrlicherweise nicht so viel zu tun. Ich werde sie aber so oft gefragt, dass ich sie hier erwähnen muss. Deswegen sind sie hier mit drin. Das machen wir zum Schluss. Lasst uns direkt loslegen mit SSL. Wir schreiben das Jahr 2023. Ich habe schon wieder nicht nachgeschaut, seit wann es Let's Encrypt gibt. Ich glaube, es sind 6, 7 Jahre, irgendwie sowas in dem Dreh. Lange. Seit vielen, vielen Jahren haben wir kostenlose SSL-Zertifikate. Bei den meisten Hosting-Anbietern werdet ihr das inklusive haben. Wenn ihr noch kein SSL für eure Seite benutzt, es wird Zeit. Noch näher dran, wie gesagt. Guck, das wird schlechter. Soll ich das jetzt noch schnell machen? So, die Idee hinter diesen SSL-Zertifikaten ist, dass wir den Transportweg verschlüsseln können, also den zwischen eurem Server und dem Browser eurer Besucherinnen und Besucher. Wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist das kostenfrei und sollte sich relativ einfach einrichten lassen. Kein Hexenwerk am Ende des Tages. Für Sicherheit ist das ein essentieller Punkt. Die Geschichte, die ich dazu gerne erzähle, ist die von Sascha Lobo, der Mann mit dem roten... Der Mann mit dem roten Iro, wenn ich noch lauter bin, brauche ich bald kein Mikro mehr. Der Mann mit dem roten Iro, der in der Vodafone-Werbung rumgestolpert ist früher, der viel im Spiegel schreibt und ein relativ populäres... Es liegt nicht an mir. Und ein relativ populäres Blog geschrieben hat lange Zeit und das immer noch tut. Der war 2013 auf der Republika und hat sich über das WLAN der Republika, das nicht mit einem Passwort gesichert war, auf seiner WordPress-Seite eingeloggt. Was dann passiert ist, im Prinzip wird die Login-Information unverschlüsselt an den Server übertragen. Und Leute, die in diesem WLAN zuhören, ganz einfach gesagt, können die mitschneiden. Und so wurde Sascha Lobos Blog gehackt 2013. Mit SSL wäre das nicht passiert. Das ist die Lehre daraus. Auch für Performance ist das Ganze ganz nett, das gehört nicht zu unserem Vortrag, aber wenn ihr irgendwie HTTP2 benutzen wollt, ist das de facto nur über SSL möglich. Also das eine ganz dringende Empfehlung. Passwörter. Wir alle kennen sie, wir alle haben sie. In meinem Passwortmanager stecken ungefähr 700 von den Dingern drin. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, bei einigen sicherlich noch mehr, bei anderen sind es vielleicht nur 3. Das wäre ein Problem. Weil Tatsache ist, 39,7% der Benutzerinnen verwenden ihre Passwörter mehrfach. Das ist aus einem größeren Datensatz 1,4 Milliarden E-Mail-Passwortpaare. Das ist eine ganze Menge. Und wenn ihr mal, keine Ahnung, Hand aufs Herz, wer von euch verwendet mindestens ein Passwort an mindestens mehr als einer Stelle? Ja, okay. Bisschen mehr als die Hälfte der Leute, würde ich sagen. Das passt. Das ist nicht so weit weg von dem, was wir haben. 47,3% von 600.000 bla BenutzerInnen wurden über geleakte Zugangsdaten informiert. Ein knappes Viertel von denen hat diese Information einfach ignoriert und nichts getan. Auch das ist ein Problem. Das ist noch ein größeres Problem, wenn ihr die Passwörter mehrfach verwendet. Weil dann ist ein Leak bei einem Dienst ein Problem bei gleich mehreren. Und 16% der Accounts, die in einem Data Breach erschienen sind, konnten über Credential Tweaking in unter 1000 Versuchen erraten werden. Das ist sowas wie, oh, ich passe mein Passwort an mit, keine Ahnung, im einfachsten Fall dem Servicenamen, wo ich mich anmelde, habe vielleicht eine Jahreszahl dabei, solche Sachen. Also anpassen daran hilft
bei solchen Credential-Tweaking-Versuchen. Das heißt, auch so kleine Ideen wie, oh ja, ich habe ein sicheres Passwort und schreibe einen Strich Amazon hinten dran und einen Strich WordPress.com oder so, ist nicht so ganz die feine Englische. Wir haben drei sehr lustige Suchbegriffe zum Thema Passwörter bei Google gefunden. Die drei häufigsten. Das erste ist, wie sicher ist mein Passwort? Und Angelo hat ein bisschen Sorge, dass Leute ihr Passwort auch gleich noch mit bei Google eingeben, um das rauszufinden. Wo finde ich meine Passwörter? Wahrscheinlich auf dem Zettel im Geldbeutel, keine Ahnung. Und wie funktioniert ein Passwortmanager? Das finde ich eine sehr unterstützenswerte Suche. Wer von euch benutzt einen Passwortmanager? Um die paar... Okay, guten Morgen, das sind fast alle. Sabrina noch nicht. Sabrina, wir reden nachher nochmal. Das ist tatsächlich eine sehr spannende... eine sehr spannende Geschichte, ein Stück Software zu haben, das sich um eure Passwörter kümmert. Fast alle meine WordPress-Passwörter für irgendeine WordPress-Seite sind 100 Zeichen lang. Komplett zufällig generiert. Brauche ich ein 100 Zeichen langes Passwort? Wahrscheinlich nicht. Tut's mir weh? Nein. Ich hab's einfach. Ist fein. Passwortmanager kümmert sich drum. Dafür habe ich ein sicheres Passwort zum Login. Das haut hin. So. Warum ist dein Passwort schlecht? Und vielleicht, wenn eure Passwörter alle in Passwortmanagern liegen, ist das nicht ganz so der Fall. Die meisten Passwörter sind zu kurz, zu einfach oder zu oft verwendet. Ich habe mich nicht mal bewegt, Leute. Also jetzt. Gute Passwörter sind das genaue Gegenteil davon. Sie sind schwer zu erstellen, schlecht zu merken und schwierig einzutippen. Daher liegt es mit dem Passwortmanager. Neben den Passwortmanagern haben wir Multifaktor-Authentifizierung, dazu sagt Angelo gleich noch mehr, passwortlose Authentifizierung als zusätzliche Optionen, die uns da helfen und das Ganze sicherer machen können und in der Zukunft noch sicherer machen werden. Starke Passwörter haben eine minimale Länge und vielleicht auch eine, sicher auch eine minimale Komplexität. Das ist okay, wenn ihr euch da selbst irgendwie an die eigene Nase fasst und zusammenreißen wollt. Das ist nicht so okay, wenn ihr eine Seite habt mit mehreren Anwenderinnen und Anwendern, bei denen ihr keine Kontrolle darüber habt, was die für Passwörter eingeben. Dann ist es sinnvoll, eine Passwort-Policy zu haben und die enforcen zu können, also festlegen zu können. Auf meinem WordPress-Blog müssen Passwörter mindestens 20 Zeichen lang sein und einen Teil von Goethes Faust enthalten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Sinnvoll ist außerdem ein Check gegen bekannte Passwörter, die eine Plattform, die es dafür gibt, die relativ bekannt ist, ist Have I Been Pwned. Die ist in einigen Passwortmanagern integriert. Man kann ansonsten auch auf der Webseite haveibeenpwned.com das Ganze einmal testen und schauen, ob die eigene E-Mail-Adresse, das eigene Passwort in irgendwelchen Leaks drin ist, und ist eine feine Sache. Wir haben eine kleine Passwort-Empfehlung. Plugin-Empfehlung an der Stelle, das ist Passwords Evolved. Ein kleines, aber feines Plugin, das sich um einige dieser Dinge kümmert. Es erlaubt euch das Setzen von Passwort-Policies in WordPress. Speichert Passwörter, das haben wir nicht erwähnt, nicht mehr als MD5-Hashes, weil das ist nicht so ganz toll. Und checkt auch gegen Have I Been Pwned. Das heißt, da kann man dann auch sagen, ich erlaube nur Passwörter, die nicht irgendwo geleakt wurden. Passwort 123 ist damit raus, wahrscheinlich, schätze ich. Wurde das schon geleakt? Ja. Wahrscheinlich, ja. Dann setze ich mich jetzt und lasse Angelo weiterreden über die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Okay, wunderbar. So, Simon hat uns gerade erklärt, wieso welche Probleme wir mit Passwörtern haben. Könnt ihr mich gut hören? Okay, wunderbar. Welche Probleme wir mit Passwörtern haben und was für eine Lösung im Prinzip die Branche eben entwickelt hat. Das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich reiße das Thema nur kurz an, weil ich möchte heute den Fokus auf Passkeys legen. Das heißt, wir sprechen einmal kurz über den Nutzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Vielleicht mal vorab, wer von euch nutzt denn eine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Bitte mal Hände heben. Okay, wunderbar. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Definition von Zwei-Faktor, Multifaktor, wie unterscheiden die zwei sich, und genau, dann besprechen wir eben die gängigsten Zwei-Faktor-Methoden. Was gibt's denn da eigentlich alles, was kann man da einstellen und wie sicher ist das alles? Zunächst mal hinsichtlich der Account-Übernahme oder der Schutzwirkung der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Laut einer Analyse von Microsoft wurden 99,9% der Account-Übernahmeversuche durch eine Multifaktor-Authentifizierung verhindert.
Das bedeutet, von 1000 Versuchen hat es ein Angriff geschafft, eine Instanz zu kompromittieren. Es ist ein beeindruckender Wert. Denn hätte man keinen zweiten Faktor, hätte man nur eine Einfaktor-Authentifizierung und das Passwort ist eben ein Authentifizierungsfaktor, dann hätten alle 1000 Angriffe geglückt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist im Prinzip genau eine Authentifizierung, die zwei Faktoren benötigt, also das Passwort und eventuell irgendeinen zweiten Faktor, ein weiteres Passwort oder sowas wie ein Einmalpasswort, darauf gehe ich gleich noch ein. Und eine Multifaktor-Authentifizierung ist nichts anderes als eine, ja, ein Login, welches mehr als einen Authentifizierungsfaktor benötigt, also mindestens zwei. Genau, Passwort als einziger Authentifizierungsfaktor ist äußerst gefährlich, denn das ist das Einzige, was eine AngreiferIn davon trennt, in euren Account einzubrechen. Zusätzliche Faktoren schützen generell, also es ist eine generelle Aussage. Es gibt da so ein bisschen die Diskussion hinsichtlich, naja, aber wenn man E-Mail als zweiten Faktor nutzt, das ist ja dann gar nicht so sicher. Aber einen zweiten Faktor zu haben oder mehr als einen Faktor zu haben, ist generell immer sicherer, als keinen zweiten Faktor zu haben. Da unterscheiden wir aber trotzdem so ein bisschen bei den Arten der Faktoren, also Faktorarten und Faktor- bzw. Authentifizierungsmethoden dahingehend. Und die unterscheiden sich auch so ein bisschen hinsichtlich der Schutzwirkung. Wir haben grundsätzlich diese vier unterschiedlichen Arten, also Besitz, Wissen, Inhärenz und Verhalten. Besitz sind Dinge, die ihr eben tatsächlich besitzt, wie beispielsweise euer Smartphone, eure E-Mail-Adresse, eine Smartcard, eine Postkarte, habe ich vorhin erfahren. Wenn man zum Beispiel seine Location bestätigen will, wenn man einen Google Locations-Eintrag tätigt. Oder auch sowas wie USB-Sticks, also sowas wie YubiKeys, oder falls ihr das schon gehört habt, FIDO, Universal Second Factor Sticks, die man da nutzen kann. Wissen sind Dinge, die ihr wisst, also Passwörter, Pins, Passwörter. Inhärenz, das ist das, was euch ausmacht, eure Biometrie, also euer Gesichts, beziehungsweise euer Gesicht, euer Fingerabdruck, vielleicht irgendwann eure DNA. Also man weiß ja nicht, wohin die Reise geht, aber im Prinzip alles, was irgendwie mit euch ausmacht, was Biometrie ist, das ist Inhärenz. Und dann haben wir noch Verhaltensfaktoren. Und Verhaltensfaktoren sind, naja, von wo meldet ihr euch beispielsweise bei euren Diensten an? Oder welche Geräte nutzt ihr dafür? Euer Smartphone, euer Computer? Es gab auch mal sowas wie, naja, man könnte ja das Surfverhalten der jeweiligen Personen erstmal unten analysieren, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um diese Person handelt und sie basierend auf ihrem Verhalten eben zu authentifizieren. Und bei den Methoden, also da unterscheiden wir im Prinzip, kennt ihr sicherlich alle, eben ein Einmalpasswort, ob zeitbasiert oder nicht. Also es gibt auch sowas wie permanente Einmalpasswörter oder Backup-Codes, die man dann entweder per E-Mail, SMS, Telefonanruf zugesendet bekommt. Also zeitbasierte Einmalpasswörter auch über Apps auf euren Geräten, bei denen ihr dann eben irgendwie so einen QR-Code einscannt und euren Sicherheitsschlüssel dann dieses Shared Secret auf das Gerät übertragt und euch dann eben so ein Einmalpasswort, ein zeitbasiertes, angezeigt wird. Es gibt sowas wie Anmelde-Links, also E-Mails, die tatsächlich einen Link haben, auf den ihr dann draufklickt und dann werdet ihr angemeldet. Und natürlich auch sowas wie, hatte ich eben angesprochen, tatsächlich Hardware-Keys, die ihr an eurem PC, an eurem Laptop anschließen müsst, die dann für euch eine Authentifizierung ausführen. Diese unterschiedlichen Methoden beziehungsweise auch die Faktoren unterscheiden sich hinsichtlich der Schutzwirkung. Wenn ihr irgendwo ein Passwort, ein Einmalpasswort, ein PIN oder irgendetwas anderes eintragen müsst, ihr habt so ein Feld und ihr müsst irgendwas eintragen. Zum Beispiel, wie ist der Geburtsname eurer Mutter? Dann ist das natürlich etwas, was von dem Angreifer auch abgefangen werden kann, gefischt werden kann. Das bedeutet, dass dieser Faktor nicht so sicher ist wie beispielsweise ein Faktor, der komplett auf diese Eingabe verzichtet und eben über sowas funktioniert wie Public Key Authentication.
Beispielsweise FIDO, also Universal Second Factors, YubiKeys, die sowas anbieten, oder auch Passkeys. Genau. Einige Services bieten sowas an wie Fallback-Faktoren. Also falls ihr mal tatsächlich euer Smartphone verliert oder eben euren Authenticator irgendwie verlieren solltet und ihr keinen Zugriff mehr habt, dann könnt ihr einen Fallback-Faktor eintragen, wie beispielsweise die E-Mail-Adresse. Und genau, hier gilt es einmal darauf hinzuweisen, zumindest, dass es so ist, dass wenn ihr vorher eine Public Key Authentication hattet und ihr dann als Fallback-Faktor irgendwie eure E-Mail-Adresse verwendet oder ein Einmalpasswort, dieser Fallback-Faktor unsicherer ist und gefischt werden kann. Wir haben auch eine Plugin-Empfehlung, und zwar Two-Factor. Das könnt ihr als WordPress-Plugin installieren. Das implementiert schon viele der Arten und Methoden, die ich hier angesprochen habe. Und könnt, falls ihr das noch nicht habt, eben für euch oder auch für eure Kunden, BenutzerInnen, also KundInnen, BenutzerInnen, den zweiten Faktor anbieten. Und jetzt gehen wir weiter zu Passkeys, also das Thema, was ich hier gerne einmal unterstreichen möchte. Und zwar sind Passkeys zusammengefasst ein FIDO-Authentifizierungsstandard für die passwortlose Authentifizierung. Das heißt, sowas wie ein Passwort, welches ihr dann in eurem Passwortmanager schreibt, welches ihr vorher irgendwie generieren müsst und euch da Gedanken drüber machen müsst, irgendwie, naja, ist das vielleicht sicher genug, falls es nicht generiert? Das braucht ihr dann nicht mehr. Hinsichtlich Passkeys im Mai 2023, also da stecken viele große Unternehmen dahinter, um diese Authentifizierungsstandards zu etablieren und zu entwickeln. Und im Mai 2023 hat Google auf ihrem Blog ganz beeindruckend geschrieben, Passkeys, the beginning of the end of the password. Ich rede nicht über die Software, ich rede über den Authentifizierungsstandard, genau. Aber ich werde da gleich näher drauf eingehen und werde ein bisschen was zu Passkeys erzählen, also was das genauer ist und wofür man das nutzen kann. Erstmal möchte ich euch ein bisschen was zur FIDO-Allianz erzählen. Weiß jeder, was die FIDO-Allianz ist und was sie machen? Einmal bitte Hände heben, wer weiß das? Okay, wunderbar, dass ich das mitgebracht habe. Die FIDO-Allianz, das ist, also FIDO heißt Fast Identity Online und das ist eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler, auch großer Tech-Unternehmen, die, also über 250 Mitglieder insgesamt, die die Entwicklung, Verwendung und Einhaltung von Authentifizierungsstandards fördern und die übermäßige Abhängigkeit von Passwörtern, wie wir festgestellt haben, auch von schlechten Passwörtern oder durchgesickerten Passwörtern, reduzieren wollen. Also das ist die festgeschriebene Allianz-Mission. Und da sind ebenso Mitglieder dabei, ihr seht schon auf den Folien, wie Apple, Google, Meta, Microsoft, also relativ groß. Das BSI ist mit dabei, glücklicherweise. Mozilla, Red Hat und Sony und viele, viele, viele weitere auch. Nochmal kurz zusammengefasst, Passkeys ist ein Authentifizierungsstandard der FIDO-Allianz für die passwortlose Authentifizierung. Was bedeutet das genau? Das heißt, ihr habt kein Passwort, ihr geht auf eine Seite, ihr habt euren Authenticator, das ist beispielsweise euer Smartphone oder euer MacBook oder irgendein Gerät, welches eben Passkeys unterstützt. Und das kümmert sich darum, für euch einen ausreichend sicheren Schlüssel zu erstellen, beziehungsweise zwei Schlüssel zu erstellen. Es ist ein privater Schlüssel, der auf dem Gerät gespeichert wird und ein öffentlicher Schlüssel, der auf dem Webserver gespeichert wird und diese für euch abzuspeichern und zu verwalten. Das bedeutet aber auch, dass sich die Anmelde, also dass das Anmelden so ein bisschen ändert, glücklicherweise zum Positiven, also man muss nicht mehr irgendwie einen Passwortmanager suchen. Es gibt ja glücklicherweise Passwortmanager, die übernehmen den Großteil der Arbeit, indem sie schon das passende Passwort oder die passenden Credentials anzeigen, die man eben für eine Plattform nutzen kann. Und so ist es bei Passkeys auch. Also dadurch, dass das Gerät weiß, welche Passwörter, welche Passkeys existieren, für welchen Service,
wird euch im Prinzip auch direkt, werden euch die Zugangsdaten, diese Credentials direkt angezeigt beim Anmelden. Beim Registrieren ist es so, dass ihr einmal eben eure Displaysperre aufheben müsst und über das Betriebssystem und den Browser eben diesen Passkey, diese Passkey-Registrierung abschließen müsst. Das zeige ich euch aber alles gleich in einer Demo. Und beim Anmelden ändert sich, dass ihr im Prinzip kein Passwort eingeben müsst oder euch da überhaupt Gedanken dazu machen müsst und auch kein Passwort irgendwie gecryptet zum Server übertragen wird, sondern das ist ein bisschen anders. Der Server erstellt eine Challenge, also der Server hat einen Public Key gespeichert, erstellt eine Challenge, sendet diese Challenge an den Authenticator, euer Smartphone oder euer Gerät. Das löst diese kryptografische Aufgabe, sendet das Ergebnis an den Webserver zurück und zeigt ihm, beweist ihm somit, dass man im Besitz des privaten Schlüssels ist und im Besitz der Credentials, um sich eben auf diesem Service anzumelden. Also wie bei SSH beispielsweise. Genau, Passkeys sind by design als Multifaktor-Authentifizierung ausgelegt. Also ihr braucht ja zwei Faktoren. Ihr braucht einmal das Gerät, mit dem ihr euch authentifizieren, also auf dem eure Schlüssel gespeichert sind. Und als zweites natürlich irgendwie einen weiteren Faktor, wie zum Beispiel einen Wissensfaktor, um die Displaysperre aufzuheben, eine PIN oder ein Muster, irgendwie sowas. Oder viel, viel sicherer eben einen Inhärenzfaktor, wie euren Fingerabdruck oder eben euer Gesicht im besten Fall. Dementsprechend, also weil es sich um eine Public Key Authentication handelt, ist das Ganze auch phishing-resistent. Es hat ein paar UX-Improvements, weil man sich eben nicht mehr um Passwortgenerierung und so kümmern muss. Also es führt zu einer schnelleren Registrierung und Anmeldung an einem Service und löst auch einige, viele Probleme, die ich schon angesprochen habe, hinsichtlich Passwörtern. Also muss ich nicht merken, muss ich keine Sorgen um Stärke und so weiter zu machen. Und löst eines der wichtigsten Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, und zwar, dass Passwörter von Anbietern, ihr habt es sicherlich schon gehört, im Klartext in Datenbanken abgespeichert werden. Das funktioniert mit Passkeys nicht mehr, weil die Datenbank, die eure Public Keys abspeichert, selbst wenn die geleakt wird, kann niemand mit diesem Public Key irgendetwas anfangen. Dieser Public Key, der dient nur dazu, zu verifizieren, dass ihr den privaten Schlüssel besitzt und dass ihr die Personen seid, die dazu authentifiziert sind, autorisiert sind, auf diese Webseite zuzugreifen. Die Verfügbarkeit wird immer besser, also beziehungsweise mit wird immer besser, das hört sich vielleicht so ein bisschen negativ behaftet an. Ist schon in fast allen Browsern und Betriebssystemen verfügbar. Ihr findet das auf macOS, ihr findet das auf Windows, Linux wahrscheinlich auch. Und muss man sich dann irgendwie selbst installieren und selbst verwalten, wie es halt so üblich bei Linux ist. Und aber auch bei Android-Geräten. Also die Demo, die ich gleich erfasst habe, die ich euch gleich zeigen werde, ist mit meinem Android-Gerät aufgenommen worden. Und auch mit den Browsern ist es so, dass die Kompatibilität sich immer weiter verbreitet. Also alle gängigen Browser unterstützen heutzutage Passkeys. Es gibt auch erste Plugins für WordPress, so dass man Passkeys testen kann. Ihr könnt, also eins heißt WP Web Authn, das könnt ihr installieren und dann könnt ihr euch für jeden User im Prinzip einen Authenticator einrichten und könnt mit diesem Authenticator Passkeys mal austesten. Genau. Jetzt wollte ich euch eigentlich eine Frage stellen, aber ich komme direkt zum Punkt. Wer von euch macht sich Sorgen, ich stelle die Frage trotzdem, wenn ihr das hört, Biometrie, Displaysperre, Passkeys, irgendwas, Gerät, Betriebssystem, wer von euch macht sich Sorgen, dass eure Biometriedaten an den Webserver kommuniziert werden könnten? Bevor ihr die Folie liest, ich gehe zurück. Eine Person, okay. Gut, da sind wir nicht ganz bei den 67%. Ja, also tatsächlich werden die Biometriedaten nicht dazu verwendet, also sie werden nicht an den Webserver gesendet, die sind nur dafür da, damit ihr euch bei eurem lokalen Gerät authentifizieren könnt und diese Passkeys, die dort gespeichert sind, überhaupt nutzen könnt.
Genau. Hinsichtlich Passkeys gibt es noch so vielleicht ein paar Dinge, die man erwähnen könnte. Also bei einem Passwort ist es ja so, das kann man ja einfach irgendwo hin synchronisieren und auch weitergeben. Bei Passkeys ist es auch so. Also es gibt im Prinzip die großen Betriebssystemhersteller bieten sowas an wie den Google Passwort Manager. Also wenn ihr jetzt ein Passkey auf eurem Android-Smartphone erstellt, dann könnt ihr das in die Google Cloud synchronisieren. Und genau, könnt das dann im Prinzip auf alle Geräte verteilen, auf alle Android-Geräte. Das Ganze gibt es auch für iOS mit der iCloud Keychain. Und es gibt eben freie Passwortmanager wie 1Password, die das anbieten, dass ihr dort eben Passkeys erstellt und sie über mehrere Geräte hinweg und auch mehrere Betriebssysteme hinweg synchronisieren könnt. Abgesehen von der Synchronisierung kann man diese Passkeys auch mit Freunden und Familie teilen. Also da gibt es auch schon entsprechende Logik in den einzelnen Passwortmanagern, sodass man sagen kann, gut, ich möchte die Credentials an einen Freund oder einen Kunden, wie auch immer, übertragen. Also nicht übertragen, sondern mit denen teilen. Und das kann man da an der Stelle auch passend machen. Um zu wissen, welche Webseiten überhaupt Passkeys unterstützen, gibt es von 1Password eine Seite, passkeys.directory. Da findet ihr einmal, welche Passkeys, also welche Dienste und Services bzw. Webseiten Passkeys supporten und könnt auch für Dienste und Webseiten abstimmen. Also ganz oben ist zum Beispiel Steam bei der Abstimmung. Also Leute wünschen sich gerne für Steam Passkey-Support. Würde allen Gamern zugutekommen, aber auch so Apps wie beispielsweise Signal. Passkeys ist weit, also beziehungsweise wird nach und nach implementiert. Es gibt jetzt beispielsweise in der Unterstützungsliste gibt es eben die ganz Großen, die sagen, gut, wir setzen unsere Authentifizierung jetzt auch oder bieten auch Passkeys an. Beispielsweise Apple, Google, Microsoft und Meta, also Passkeys gibt es jetzt auch schon für WhatsApp, kann man auch schon mal austesten. Dann gibt es eben GitHub, PayPal, ich habe noch ein paar Beispiele, Adobe, WhatsApp, habe ich schon genannt, Bitwarden, 1Password und auch Nintendo und OnlyFans. Kümmert sich auch um die Sicherheit ihrer User. Genau, hier habe ich eine kleine Demo mitgebracht. Bevor wir losstarten, ganz kurz, also ich werde mich jetzt einmal, ich nicht, aber ihr werdet gleich sehen, wie ich mich registriere. Der Bildschirm wird ganz kurz schwarz. Das bedeutet nichts anderes als, es wird diese Display-Sperre angezeigt. Und bei der Aufnahme war es so, dass die Display-Sperre einfach, genau, also zur Sicherheit, ist wahrscheinlich, ausgeblendet wurde. Danach melde ich mich von der Plattform ab und melde mich neu an. Und feuerfrei. Genau, hier seht ihr kein Passwortfeld mehr, wird auch gar nicht mehr benötigt. Wir sehen gleich also das Zusammenspiel von Browser und Betriebssystem, um so ein Passkey zu erstellen. Der versprochene schwarze Bildschirm. Genau, hier ganz kurz das Sign-Out. Und so sieht dann so ein typisches Passkey-Login aus. Schwarze Bildschirm. Genau. Okay, also ich möchte nur noch auf eine kleine Thematik ein. Ach so, danke schön. Es ist irgendwas schiefgegangen. Okay. Ich möchte noch auf eine Kleinigkeit eingehen und zwar, man denkt sich vielleicht, ne, Passkeys könnte ja, was passiert, wenn mein Gerät abhanden kommt und jemand mein Gerät irgendwie entsperren kann, wie auch immer das geartet ist. Es ist so, dass es ein gewisses Sicherheitsrisiko
dahingehend gibt, dass eine andere Person mit sehr ähnlichen Gesichtsmerkmalen eure Geräte entsperren kann. Also bei Android liegt das beim Google Pixel 8 Pro ungefähr bei 1 zu 50.000. Das heißt, eine unter 50.000 Personen könnte mit ihrem Gesicht euer Smartphone entsperren und hätte dann in diesem Moment auch Zugriff auf all eure Passkeys, weil die Displaysperre ja dafür verwendet wird. Bei Apple ist die Situation ein bisschen besser, 1 zu 1 Million, also da gibt es nicht mehr so viele Menschen, die das entsperren können. Aber das ist etwas, das würde ich gerne erwähnen, dass es eben auch passieren kann, dass Leute mit ähnlichen Gesichtsmerkmalen euer Gerät entsperren können oder eben Softwarefehler dazu führen können in der Displaysperre, dass das Gerät entsperrt werden kann oder eben Hacking-Angriffe auf diese Geräte besser werden, beziehungsweise die nötige Technologie aufgebaut wird, diese besser werden und man diese Displaysperre irgendwann aushebeln kann. Und genau, damit bin ich durch und wir gehen zu den Security-No-Gos über. Jetzt kommt wieder das knisternde Mikro. Hallo. Wir machen noch einen kurzen Rausschmeißer. Wie gesagt, ich habe ein paar Security-No-Gos mitgebracht. Wir verlassen jetzt zum einen die Hochtechnologie der Passkeys und zum anderen den Login-Bereich weitestgehend. Aber es sind ein paar schöne dabei und ich bin gespannt, was davon ihr schon gemacht habt. Ich glaube, es sind ein paar dabei. Oh, die Folie fehlt, wie schön. Egal. Nein, wir sind noch nicht fertig. Mein Favorit unter den Sachen, die auf dieser Folie draufstehen würden, wenn sie da wären, sind Datenbankpräfixes. Nicht machen, tatsächlich. Also das liest man gefühlt, wenn man googelt WordPress-Security-Maßnahmen, keine Ahnung, irgendwie sowas, ist das in jedem zweiten Artikel mit drin. Dass man seinen Datenbankpräfix, der standardmäßig irgendwie das WP-Unterstrich ist oder wenn es automatisch generiert wurde, irgendein 2 bis 4 Zeichen Präfix ist, dass man den ändern soll, damit man nicht so leicht gehackt wird. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist dafür gedacht, dass du mehrere WordPress in eine Datenbank installieren könntest, was aus anderen Gründen jetzt nicht die tollste Idee ist, ist aber definitiv kein Security-Ding. Ein anderer ganz gern genannter Punkt ist das Verstecken, und da sind wir wieder beim Login, das Verstecken der Login-Seite und die irgendwo anders hinzuschieben. Das reduziert da vielleicht irgendwie so ein bisschen den Traffic drauf und hilft, dass da zwar da weniger Bots vorbeistolpern, aber am Ende des Tages nervt's vor allem und ist eher so eine Security-by-Obscurity-Geschichte, als würde ich meine Haustür irgendwo im ersten Stock verstecken und immer mit einer Leiter hinklettern müssen, damit die Einbrecher das nicht finden. Die finden irgendein Fenster am Ende des Tages. Also das macht die Seite nicht wirklich sicher. Es gab bestimmt noch was Drittes auf der Folie, aber dadurch, dass sie fehlt, weiß ich es nicht mehr. Damit lassen wir es einfach dabei und gucken, ob ihr Fragen habt. Und ich gehe fast davon aus und ich werde mit dem knisternden Mikrofon ins Publikum rennen, wenn ihr welche habt. Dankeschön.